Hallo liebe Musikfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ist Musik? Die britische New Wave Legendenband New Order hat ein neues Live-Album rausgebracht. Es hat den etwas sperrigen Titel Education Entertainment Recreation Live at Alexandra Palace. Ob es sich deswegen allerdings auch um ein sperriges Live-Album handelt oder ob es New Order hier tatsächlich gelingt, Erziehung, Unterhaltung und Entspannung miteinander zu vereinen, das erfahrt ihr hier heute in meinem Video-Review. Hey ho, let's go! Ja, liebe Musikfreunde, New Order haben im Jahr 2018 nur einen einzigen Auftritt in Großbritannien gehabt, und zwar mitten im Herzen Londons. Und dieser Auftritt, der bietet jetzt hier die Grundlage für dieses neue Live-Album Education Entertainment Recreation Live Act Alexandra Palace. Das Album scheint den Anspruch zu besitzen, mehr als nur eine Standortbestimmung zu sein, also so in dem Sinne von, wo stehen New Order heute? Stattdessen gibt es hier eine Werkschau über die gesamte Bandkarriere. Und ja, das schließt auch Joy Division ein, von denen New Order an diesem Abend gleich 4 Songs performen. Nun gut, immerhin befinden sich in der aktuellen Besetzung von New Order 2 von 4 Joy Division Mitgliedern. Das dritte noch lebende Mitglied von Joy Division, Peter Hook, der hat sich hauptberuflich jetzt dem Erbe von Joy Division gewidmet. Er tourt auf der ganzen Welt herum und performt Joy Division Songs mit Peter Hook and the Lights, wobei er dann den Gesang von Ian Curtis übernimmt. Aber offenbar möchte Bernard Sumner Peter Hook nicht ganz allein den Joy Division Fame überlassen, und so spielen sie eben auch Joy Division Songs. Und das ist ja sicherlich auch ein unique selling point, der sehr viele Zuschauer auch anlockt, dass da auch Joy Division Songs zu hören sind. Also mich würde das zum Beispiel anlocken. Aber auch ansonsten sparen New Order hier kaum eine Phase ihrer langen Bandkarriere aus. Jedes einzelne Studioalbum von ihnen ist mindestens mit 1 bis 3 Songs vertreten in diesem Live-Set, außer das Debütalbum Movement. Davon findet sich hier leider kein Song. Dafür ist das letzte New Order Studioalbum Music Complete hier gleich mit 3 Songs vertreten. Das ebenfalls an dem Abend dargebotene Tutti Frutti findet hier aber keine Verwendung. Ja, aber nach einem orchestralen Intro, das Rheingold, beginnt das Live-Set dann mit der Single vom Album Music Complete, nämlich Singularity. Und das ist für mich mit Abstand die schlechteste New Order Single. Und das von einer Band, die so viele und fast ausschließlich großartige Single-Auskopplungen hatte. Aber keine Sorge, natürlich finden sich die meisten dieser Single-Hits hier in diesem Live-Set wieder. Temptation ist dabei, Blue Monday ist selbstverständlich dabei, Bizarre Love Triangle oder zum Beispiel auch die damalige Comeback-Single Crystal. Das Ganze verkommt allerdings nicht zum reinen Greatest Hits Live-Album, denn es finden sich auch ein paar seltener gehörte Songs von New Order, wie zum Beispiel Ultra Violent, Vanishing Point oder auch Plastic. 21 Tracks finden sich auf diesem Live-Album, und da die meisten Songs von New Order die magische 5-Minuten-Grenze locker überschreiten und manche sogar über 10 Minuten gehen, ist das ein richtiger Brocken von einem Album geworden mit einer Spielzeit von über 2 Stunden. Besonders prägend für den Bandsound ist natürlich das charakteristische Bassspiel von Peter Hook, das melodiöseste Bassspiel, das ich überhaupt kenne. Ja, nun ist ja Peter Hook seit einigen Jahren eben nicht mehr dabei. Die Streitigkeiten, vor allem mit Bernard Sumner, haben da einfach Überhand genommen. Aber New Order haben ja schon auf dem provozierend betitelten letzten Studioalbum Music Concrete bewiesen, dass der neue Bassist Tom Chapman durchaus in der Lage ist, Peter Hooks Bassspiel ziemlich originalgetreu zu kopieren. Obwohl ich mir immer denke, ich höre schon noch den Unterschied raus. Ja, liebe Musikfreunde, wenn euch das Video bis hierhin doch schon gut gefallen hat, dann abonniert doch ganz schnell meinen Kanal. Das hilft mir wirklich sehr, und ihr verpasst dann auch keins meiner künftigen Videos mehr, wenn ich etwa neue Alben reviewe oder über interessante musikalische Themen spreche. Viele der Songs werden hier von New Order sehr originalgetreu nachgespielt, etwa Love Vigilance, The Perfect Kiss oder auch Crystal. Andere Songs bekommen eine Neuinterpretation. Und ich muss es leider so sagen, all diese Spielchen und Neuinterpretationen sind auf schaurige Art und Weise misslungen.
Besonders hart hat es aus meiner Sicht den Song Subculture getroffen, wo es einen neuen Gesangspart gibt, in dem Bernard Sumner dann immer wieder singt One of these days. Das ist nicht nur nervig und unnötig, sondern bagatellisiert auch die restlichen Lyrics aus meiner Sicht total. Ist halt einfach nur einer dieser typischen Tage. Im Refrain singt ein unsichtbarer Frauenchor mit und eine Four-to-the-Floor-Bassdrum ist ziemlich weit in den Vordergrund gemischt, wodurch das Ganze klingt wie eine Coverversion der Hermes House Band. Und ich habe bei dieser Gelegenheit festgestellt, dass man über den Refrain von Subculture ganz gut diese typische Melodie von der Hermes House Band aus diesem einen Song da singen kann. Dieses la 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 la. Probiert es mal aus. Richtig übel ist auch, was New Order hier mit dem Song Waiting for the Sirens Call angestellt haben. Auf dem gleichnamigen Album hätte ich zu kritisieren, dass die Elektronik bei New Order auf diesem Album zu stark zurückgefahren ist. Man hört nur noch akustische Instrumente und dabei war doch für New Order immer schon diese Verbindung von Elektronik und akustischen Instrumenten stilprägend. Ja, das war auf diesem Album ein bisschen zu kurz gekommen. Allerdings, jetzt wird hier bei dem Song Waiting for the Sirens Call so viel Elektronik eingesetzt, dass der ganze Song dadurch regelrecht dekonstruiert wird und das Ganze klingt wie ein äußerst misslungener Remix. Auch wenn Bernard Sumner bei dem Song Bizarre Love Triangle aus nächster Nähe das Mikrofon ins Publikum hält und dieses lautstark mitsingen lässt, dann wird aus diesem feingliedrigen Popsong so eine Art Kneipenhymne mit Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. Das hat der Song nicht verdient. Die Stimme von Bernard Sumner ist inzwischen hörbar gealtert. Also das, was auf dem letzten Studioalbum wahrscheinlich noch unter dem Einsatz modernster Studiotechnologie kaschiert werden konnte, das kommt jetzt hier wirklich völlig ungeschönt zum Einsatz. Gut, jetzt ist Bernard Sumner natürlich auch nicht mehr der Jüngste, aber im Vergleich zu seiner Stimme klingt der etwa gleichaltrige Morrissey live noch immer wie der frische Morgentau. Bei Songs, die keine allzu große Range im Gesang erfordern, fällt das noch nicht mal so besonders stark ins Gewicht. Allerdings so ein Song mit Höhen und Tiefen wie Temptation überfordert Bernard Sumner inzwischen doch hörbar. Dabei ist die Version von Temptation ansonsten eigentlich recht gelungen. Temptation ist, das muss ich jetzt mal in aller Deutlichkeit sagen, der beste Song, der jemals geschrieben wurde. Mein absoluter Lieblingssong. Ja, und der wird hier sehr manierlich bis auf den Gesang eben dargeboten. Und zum Einsatz kommt und eingeleitet wird das Ganze auch durch ein Streichersample aus einem Song von Lou Reed, nämlich Street Hustle. Und das passt hier erstaunlich gut rein. Unterm Strich ist das hier ein Live-Album, das mit all den großartigen New Order-Hits durchaus Spaß macht, rückblickend aber nur vermitteln wird, wie haben denn die alten New Order so geklungen. Mit einem Zugabenblock, der gleich drei hintereinander gespielte Joy Division Songs liefert, begeistern New Order hier wahrscheinlich sehr viele Joy Division Fans. Aber gerade in der Zugabe, wofür sich die meisten Bands doch immer ihre größten Hits dann aufheben, wirkt das aus meiner Sicht dann fast schon selbstverleugnerisch. New Order und das Publikum haben bei diesem Live-Konzert hörbar Spaß. Das vermittelt dieses Live-Album. Ob es allerdings auch ein Album ist, das man oft hervorkramen wird, um nochmal diese großartigen Songs von New Order an sich vorbeiziehen zu lassen, das wage ich eher zu bezweifeln. Aber die Musik ist komplett, gut eingespielt und die Band geht sehr energetisch zur Sache. Außerdem, und das muss ich hier wirklich auch nochmal betonen, ist New Order eine der großartigsten Bands aller Zeiten mit den großartigsten Songs, die hier dargeboten werden. Und so bekommt dieses Live-Album von mir immerhin noch 6,5 von 10 möglichen Punkten. Ja, liebe Musikfreunde, das war mein Video-Review zum neuen New Order Live-Album Education Entertainment Recreation Live at Alexandra Palace. Wie gefällt euch das Album? Mögt ihr überhaupt Live-Alben oder sagt ihr, diese sind doch völlig überflüssig? Schreibt es mir alles unten in die Kommentare. Wenn euch dieses Video hier gut gefallen hat, dann hinterlasst mir doch ein Like oder abonniert am besten gleich meinen ganzen Kanal. Denn dann verpasst ihr auch künftig keins meiner Videos mehr, wenn ich etwa über interessante musikalische Themen spreche oder neue Alben reviewe. Vor allem dann nicht, wenn es wieder heißt, was ist Musik? Rock on!